Und da sind wir auch schon wieder. Und dazu gestiegen ist unser Monkey. Monkey, schön, dass du da bist. Und er hat sich, ja, Riesenhund, ey, hör auf, pass auf, der beißt. Der beißt, verdammt. Und der beißt. Mit SS, oder? Neue Rechtschreibung, beißt mit SS? Ja, mit S, Doppel S, Entschuldigung. SS, nicht, dass das wieder die falschen Leute in den Hals kriegen, wie ich dann nächste Zeit wieder irgendwelche Nachrichten kriege. Ja. Das soll ja natürlich nicht sein. Ja, der Monkey ist da zugetreten, er hat gefragt, ob er... Nein, er hat gar nicht gefragt, ich habe gesagt, er soll mitmachen. Ja, die sagten, 60er ist hoch, ein Level 1er Char ist ihnen zu niedrig, aber gut, was soll man machen? Willst du haben? Nein, danke. Nein. Au, what the fuck. Das ist natürlich nice. What, guck doch an, ey. Alter Falter, 30% Level-Reduktion. Upsa, das war falsche Chat. Nee. So, lol. Lol, Alter, lol. So. So, okay. Gut, dann genau, genau, deine Punkte auch. Alter Falter, ey. Habt ihr das Ding gesehen? Heilige Scheiße. Holy shit. So, wir warten nochmal. Ach, fuck. Ich wollte doch noch warten auf unseren Freund, den Monkey. Monkey. Oh, not enough fury. Okay, wir sind Tournament 2. Das heißt, wir haben ein bisschen zugelegt hier vom Schaden. Nee, nicht vom Schaden, sondern einfach von der Gegnerstärke. Und man sieht, das könnte schon etwas schwieriger werden. Nein, kein Absturz, kein Absturz. Komm. Komm, gehen wir ein bisschen raus. Genau. Nehmen wir ein paar Kugeln mit hier. So. Hauen wir nochmal zerfleischen rein. Oh, einfach beim nächsten Mal mehr Gold. Oh, jetzt stirb aber auch. Keine EP? Würde mich jetzt sehr wundern, wenn er keine EP kriegen würde. Ah, okay, 195, okay. Ja. Ich denke mal, wenn er nach sich an unser Level heranwagt, dann hat er auch unser Level. Also wenn er sich nach vorarbeitet. So, mal gucken. So, Nummer 1. Leck gerade ein klein wenig, mein Lieben. Wow, what the fuck. WTF. Was zur Hölle. So. GZ. Wie auch immer das ist. Kenn dich nicht. Ich habe immer irgendwelche, gern mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Glücksschreien, ja guck. Nicht den Monkey, verdammt. Es leckt wirklich gerade ein klein wenig. Ich weiß nicht warum. Müssen wir jetzt durch hier zusammen. So. So, sehr schön. Kriegst du auch noch weg auf den Kopf. So, Level 2. Ja, da muss ich wirklich langsam an uns rankämpfen hier. Oder am besten schnell. Aber da kommt er hoffentlich gleich ran. Ich denke mal noch, ab Level 5 wird er wohl genauso viel EP kriegen wie wir und dann geht das wohl ratzfatz. Hoffe ich. Vielleicht hat er auch Putz, also EP pro Gegner, das macht auch nochmal Sinn. Oh, komm mal hier. So, haben wir denn hier Earthquake 24 erst. Und Sprint können wir Rush reinnehmen, okay. Ja, die aber nicht stirbt hier, ne? Ja. Huh! Also wir machen echt noch guten Schaden, ne? Dafür, dass wir hier erst, ja, dafür, dass wir T2 nutzen, also Tournament 2 drin haben. Ich wollte gerade sagen, was liegt denn da? War nur Gold. Lass den Monkey in Ruhe, verdammt. Oh, der kill nicht meine Homies, sag ich dir. Na, gucken wir mal weiter. Hoffentlich kommt der Monkey so langsam ran. Wird schon noch, wird schon noch. Ich gehe davon aus. Was haben wir hier? Ach Gott, da oben ist Elite. Elite, verdammt. So, ein bisschen aufpassen. Ich passe ein bisschen auf den Monkey noch auf. Der nicht ganz so arg auf den Kopf kriegt hier. So, bitte Erdbeben. Ich brauche ein Erdbeben. Ich brauche ein Erdbeben, verdammt. Lass mal den Monkey in Ruhe. Oh, warte mal. Komm mal hier. Oh, fuck. Was hast du getan, Monkey? Was hast du getan? Okay, machen wir ganz kurz hier unser Feuer rein. GZ. Ich glaube, jetzt bekommt er auch richtig fett EP hier. Jetzt ist der Punkt erreicht.
Alter Falter. Genau, schön verlangsamen. Es macht doch durchaus Sinn, nochmal auf dem Live-Server ein bisschen zu leveln, solange der Patch noch nicht da ist. Ihr seht es warum. Weil der ist Level 4, der Junge, und der steht ja echt ganz gut auf Turmann 2. Also sehr gut, muss man sagen. Muss man ihn echt lassen. Macht er super. So. Da liegt was. Einhänder. Ah, nee, lass mal. Giftschaden ist zwar ganz nett, aber unser jetzt ist es ganz lustig, muss ich sagen, ne? Hat hier Reduce Cooldown of All Skills bei, also Reduce for, ach, Reduzierung von den ganzen Cooldowns um 5%, das ist natürlich super. Ja. Und jetzt sollte er eigentlich ganz gut EP kriegen hier mit uns zusammen. Spuck's aus! So. Hier, falls du brauchst, nimm's dir ruhig. Hast du schon mal was? Na, hol deine Zombies raus. Pack ihn aus. Monkey, komm mal ein bisschen zu mir hier. Genau. Aber wir machen echt gute Levelfortschritte. Also wir sind jetzt hier Level 23. Wir hängen gerade mal im Hain rum, alter Falter. Ich glaube, wenn wir Akt 1 fertig haben, sind wir Level 60. Kann mir echt gut vorstellen. Ja. Oh, da haben wir ein weißes Item. Also ein weißes Material. Die droppt man jetzt auch immer ganz zufällig. Und das ist auch ganz gut so. Weil Crafting ist wirklich derzeit noch sehr, sehr, ja, vernachlässigt, wie ich finde. Also man kann relativ wenig craften, weil einfach die Materialien fehlen. Ne? Man findet keine weißen Sachen so wirklich. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Da steckt echt das meiste Potenzial drin. So, Feinde, also wir müssen jetzt das Krematorium finden. Und, ach, von der Reaping Hollow, okay. Huh. Resana wecke. Ah. Also machen echt gut Schaden, ne? Das kann man echt so ansehen. So, gleichzeitig ist Level Up. Ah. Ich werde meine Sachen jetzt auch mal für Monkey rausschmeißen, dass der die dann auch bekommt. Dann brauche ich nicht die ganzen Dinger mühsam zusammenfarmen. Oh, Blutdurst haben wir freischalten als Passiv. Ja. Aber vom Damage klappt das echt gut, muss ich sagen. Bin ich eigentlich noch positiv überrascht. Dafür, dass Torment 2 ist, haben wir hier noch irgendwas? Nee, können wir lassen. Oder? Ja. Was hast du für einen scheiß Ring drin? Lass mal gucken hier, Inspect. Höllenfeuerring. Okay, ist gar nicht so ein guter Ring, ne? Aber der haut natürlich einiges raus, also nicht schlecht. Herr Specht. So. Man muss auch sagen, wir haben hier Tom mit Level 24, ne? Dass der Monkey hier echt nicht so extrem auf den Kopf kriegt, das wundert mich. So. Aber müssen wir unbedingt gucken, dass wir noch eine zweite Waffe mit Sockel kriegen. Also dann haben wir echt. Dann können wir sogar auf T3 gehen. Also Torment 3. So, komm her hier. Okay. Jetzt bist du dran. Odins Sohn erweist uns gute. Scheiß Zungenbrecher hier. Odins Sohn erweist uns gute Dienste. Das ist wahrscheinlich immer so, dass man nur einen Legendary davon tragen kann, also. Ist ja, boah, es hat mich damals immer so gewundert, ne? Damals stand in der Beschreibung, Legendaries können nur einmal getragen werden. Aber pro Sorte, also man kann natürlich verschiedene Legendaries tragen, allerdings nicht dasselbe zweimal. Oh, da ist ein motherfucking Kugel. Gib mir die Kugel. Ich gebe mir die Kugel. Die kann uns übrigens stacken, habt ihr das schon gewusst? Fand ich sehr witzig. Komm hier, wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich hier? 488, fast 500%, das ist doch mal ganz angenehm. GZ. Und jetzt holt er langsam auf, unser Freund. Muhaha. Zack.
Finde uns Chihuahua toll hier, unser kleinen Höllen-Chihuahua. Stört auch gar nicht. Also viele sagen, er stört sie beim Leveln oder beim Kloppen, aber... Man übersieht ihn eher, ne? Alter, ist ja echt so klein. Ich hätte mir so einen schönen Hund gewünscht wie beim Hexendoktor. So einfach so eine Art Schäferhund, weißt du? So ein bisschen größer. Weil das Vieh, guckt euch an, ey. Das kannst du ja in eine Pfanne rauchen. In eine Pfanne rauchen kann man das, genau. Ich hab mich schon richtig verstanden. Das kann man in eine Pfanne rauchen. Oh. Geschlossene Gesellschaft, Monkey. Kommst du nicht rein? Fuck, jetzt werden wir noch weggefiert hier. Vom Jürgen. So, erstmal unser Erdbeben rein. Och, dieser scheiß Vier-Effekt, ne? Zum Kotzen. Alter, willst du mich verarschen? So. Monkey, verdammt, Monkey, stirb nicht. Komm zu mir, ich helfe dir. Oh, das ist aber gesammelt hier. Oh. Okay. Ja, was ich mal testen wollte, was ich noch gar nicht weiß, ob der Cooldown-Reduktion ein Cap hat. Also ob das nur bis zu einer bestimmten prozentualen Anzahl geht. Weil sonst kann man echt sich hier so ein Gear zusammensetzen, dass man 100% Cooldown-Reduction hat. Dann hat man ja halt so durchspammen sozusagen. Das wäre ja mal richtig fett. Muss ich mal gucken. Vielleicht weiß es auch jemand von euch gerade, von den Zuschauern. Ob das ein Cap hat oder ob es keins hat. Alter, jetzt stirb. So. Oh. So, meine Fresse. Das war jetzt auch eine Geburt hier. Schönes Schild. Braucht man das? Braucht ihr das? Ja, hier, kannst du haben. Wer von euch guckt Dschungelcamp, Alter? Dschungelcamp. Heilige Scheiße. Ich habe tatsächlich reingeguckt, muss ich gestehen. Achso, warte mal, Monkey, lass uns hier nochmal ganz schnell killen. Ich habe tatsächlich reingeschalten, ne? Und welche Hackfresse sehe ich da als erstes den Wendler? Alter, Falter, hab ich mir gedacht. Wie nötig muss der es haben, dass der echt da ins Dschungelcamp geht? Alter, das ist ganz, ganz schrecklich, ne? Und dann, ja. Vorgestern ist er, glaube ich, geflogen, ne? Rausgegangen. Also selbst rausgegangen. Nicht geflogen, sondern er ist freiwillig rausgegangen. Hat ihm da nicht so gefallen, beziehungsweise ihm war das zu hart. Immer nur Bohnen fressen im Dschungel. Kann ja keiner ahnen, dass es da kein Fünf-Gänge-Menü gibt. Da muss ich denen natürlich recht geben. Naja, und Ende vom Lied. Nach einem Tag wollte er wieder rein. Fand ich sehr geil. Hat RTL abgelehnt. Nein, der Wendler darf nicht rein. Wer raus ist, bleibt draußen. Fand ich sehr gut. Also aber muss RTL sich natürlich auch ein bisschen durchsetzen. Da kann ich sehen, dass er so ein echt so möchte gern Star macht, was er will. Ja, das fand ich auch, ne? Denn er sieht ihn sein Manager, ist ja auch sehr geil. Verarscht ihn ja Strich und Fahren. Sagt, das sehen seine Hater jetzt totale Fans geworden sein und man kennt jetzt sein wahres Ich vom Endler. Alle lieben ihn und schießen mich tot. Und hier in Deutschland ist die Hölle los. Alle lästern über den und sagen, haha, du Fatzke. Ah, geh zurück in deine Höhle. Oh naja, so ist das manchmal, ne? So, jetzt mal Feuer legen hier. Da auf dem Feuer stehen im Wald. Nein, 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 nicht weiter. Da ist der scheiß Goblin, den wollte ich schon mal nicht anhitten. So, komm mal hier hin. So, weil um den kümmere ich mich dann. Da hast du nichts am Hut. Oh, jetzt hör auf, mir hier wegzustarren, verdammte Scheiße. Mal wirklich Sonne weg, Hammer auf den Kopf. Meine Güte, jetzt komm her hier. Komm, lass mal den Monkey in Ruhe. So, GZ fürs Ab. So, was haben wir denn hier Schickes? Ein schickes Handschuhchen, was uns nichts bringt. Yippie-yay, hat sie gelohnt. So, da ist ein Goblin, ey. Den müssen wir unbedingt kriegen gleich. Ich schlag mal ein bisschen Wut rein. Einfach, damit wir den gleich ordentlich auf den Kopf hauen können. So, und dann kriegt der jetzt auf den Kopf hier. So. Zack, Nummer 1. Oh, ich glaube, den kriegen wir nicht. Der hat echt... Ach, heilige Scheiße. Komm hier hin. Lass mich raus, verdammte Scheiße. Fuck, das wird echt, das wird ganz hart. Bah, nee, den kriegen wir nicht. Alter, der rennt, ne? Er rennt, als gäbe es keinen Morgen mehr. So, jetzt bist du gefangen. Ah, bringt uns nichts. Das finde ich ein bisschen schade, dass er halt von Zustandsveränderungen echt geschützt ist. Und den das gar nicht kümmert. Da kannst du viel reinmachen, da kannst du sonst was reinballern. Ich weiß gar nicht, ich glaube... einfrieren lässt er sich ab einem bestimmten Zeitpunkt, beziehungsweise in einer gewissen Millisekunde lässt er sich einfrieren, aber auch ein einziger Augenblick.
Wenn ihr es da verpasst habt, dann Pech. Ah, so habt ihr keine Chance, den da irgendwie rauszuholen. Ich würde gerne mal mit durchs Tor springen einfach, weißt du? Ab ins Goblinland. Gucken, was es so bringt. So 30 Millionen Goblins da drinne. Wäre mal sehr lustig. Gibt es auch diesen, beim Abenteuermodus ist das. Da werden ja auch teilweise dann zufällige... Was, beim Abenteuermodus? Ich glaube schon, oder? Wo dann die verschiedenen Gegner spawnen oder immer dieselben Gegner in einer bestimmten Map. Und da kann es auch sein, dass da nur Goblins spawnen. Also sehr lustig. Fuck, ich komme nicht raus. Muss ich gleich mal hier rausholen. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Nein, ich bin kein Star. Nicht, wenn ich in den Dschungel muss, verdammt. Dann bin ich kein Star, wenn ich da rein muss. Dann brauche ich vielleicht mal einer. Oder will einer werden. Aber naja, so ist das im Leben, ne? So ist das. Minus 47% Schaden. Jupp, läuft. Okay, unsere Waffe hat aber auch gerade mal extrem viel Damage, ne? Darf man nicht vergessen. Jetzt komm hier hin. Alter, komm hier hin. So. Meine Güte, braucht er lange. So. Also Dschungelcamp läuft doch irgendwie jedes Jahr, ne? Also seit, ich weiß gar nicht, seit 2003 oder so, jedes Jahr. Und ich habe es eigentlich nie verfolgt. Also ich überlege gerade, ob ich was verfolgt habe. Ich glaube, einzige, wo hier Genghis, nee, nicht Genghis Khan, sondern der andere Spacken drin war. Dieser eine Sänger. Mit der Sarah Knappig, hieß die so? Dieses komische, in Anführungszeichen, Model. Wo die dann da ein bisschen rumgehurt haben. Ach, mit Indira Weiss war das doch auch noch. Boah, alter Falter, ey. Scheiße, ich habe das tatsächlich geguckt. Und dann schäme ich gerade so ein bisschen, ne? Ah, nee, ganz schrecklich, aber ja gut. Man muss auch Sünden im Leben begehen, ne? Aber naja, so ist das, ne? Es kommen mittlerweile auch nur noch Scheiße. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jeder Sender, also RTL hat Pay-TV-Sender, dann ProSieben hat Pay-TV-Sender, RTL 2 hat, glaube ich, haben die Pay-TV? Ich glaube schon. Aber auf jeden Fall, es verkommt immer mehr so, dass die ganzen Sender, ProSieben, RTL, Sat.1 und so weiter, immer nur ja, Talkshows oder Serien bringen oder irgendeinen anderen Scheiß. Richtige Filme laufen gar nicht mehr, ne? Einmal die Woche vielleicht einen Film, den man, ja, also allgemein nur einen Film. Die kann man nicht mal da gucken, die da laufen. Das ist einfach nur irgendein Trash. Aber die richtigen Filme laufen nur auf den ganzen Pay-TV-Sendern. Ich glaube, das ist wirklich mittlerweile so ein bisschen Strategie von denen, dass sie wirklich versuchen, die Leute auf ihre Pay-TV-Sender zu kriegen, weil da laufen ja die Filme, die man eventuell gucken möchte. Weil ich auch totalen Schwachsinn finde, ey. Dann hole ich mir auch lieber Sky, hab da alle Filme, Exklusivfilme auch, also die halt wirklich direkt nach dem Kinostart laufen oder wenige Wochen danach oder Monate, übertreiben wir es mal nicht, aber wenige Monate danach. Da gehe ich doch lieber auf sowas ein, als mir dann dafür, was weiß ich, 5 Euro so ein scheiß ProSieben-Abo zu holen oder sowas. Das wird wahrscheinlich noch teurer. Das finde ich schon ein bisschen assi, muss ich ehrlich gestehen. Oder hier ProSieben HD. Warum soll ich dafür Geld zahlen? Nur weil da 3 Pixel mehr drin sind und ich die Pore von irgendeinem Moderator sehe oder irgendeinem Pickel, weißt du? Will doch kein Schwein sehen. Und dafür noch so viel Geld zahlen. Es ist echt so eine komische Politik, die da haben. Aber Sky war ich auch im Überlegen, muss ich sagen. Das wäre echt so ein Ding gewesen, wo ich dachte, okay, das würde ich mir gerne angucken. Allerdings ist da die Frage, ich schaue kaum noch Fernsehen. Ne? Was mich interessiert, gucke ich über Internet. Ja, sehr schön. Und ansonsten, tja, nee, gar nicht mehr. Ist ein bisschen schade, muss man sagen, ne? So, jetzt haben wir ja, glaube ich, alles. Blutlos lassen wir erstmal so. Der Rest passt. Dann gehen wir hier noch einmal rein. Warte mal, war oben auch eine Krypta? Warte mal, nee, so. Nee, da fehlt. Sonst hätte ich gesagt, das wäre die Krypta der Entwickler gewesen, wo man den schönen, wie nennt es sich? Den schönen Erfolg bekommt. Knock, knock. Ich glaube so. Da muss man den Programmierer killen. So ein kleines Easter Egg Level. Ja, Monkey Level 10 holt schon ganz gut auf, muss ich sagen. Also Respekt, mein Freund. Du bist da ganz gut dabei. So, hier, freu dich mal. Wow. Oh, den Sohn. So, klasse, nur unabhängig. So, schön reingeballert hier. Zack, du auch nochmal. So. GZ, Monkey, GZ. Ich gönn's dir vom ganzen Herzen. Also man sieht, jetzt geht's bei Monkey auch relativ fix.
Monkey Donkey. Warte mal, hier. Ne, die mal mit. Ja, die sind super. Die sehen super aus. Und einmal reinspringen. Haben wir erstmal schön Wut. Dann können wir auch in Ruhe reinballern. Ich wollte mal gucken, ob wir nicht irgendwie einen Buff haben oder so. Ja, plus 2300 Damage. Damage. Nee, ob wir irgendwie einen Buff haben. Ich glaube, die müssen wir auch langsam haben, oder? Oder sind die erst ab 30? Dann würde ich Sprint ersetzen, weil Sprint verbrauchen wir eh nicht, beziehungsweise brauchen wir gar nicht, weil wir keine Wut haben, die wir ballern können. Gucken wir mal. Sprint, was haben wir denn Schickes? Whirlwind, Ancient Spear, Bash, Cleave, nee. Call of Ancients können wir vielleicht reinbauen. Battle Rage, das ist ganz gut. Ja, das nehmen wir rein. So. Dann haben wir das mit drin, machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Ist ja nicht verkehrt, ne? So, sehr schön. Oh, 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 lass den mal in Ruhe. Lass den Jungen in Ruhe. Das ist mein Homie, sag ich dir. Wie die Kinder im Ghetto, mein Homie. Wobei im Ghetto ist vielleicht übertrieben, das ist ja mittlerweile wirklich teilweise in manchen Gegenden umgangssprachlich, ne? Homies und Digger, Alter, Nigger, was man da nicht alles sagt. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber naja, so ist das im Leben. Auf unserer Facebook-Seite, ey, alter Fall, da war auch so ein Typ, der meinte bloß irgendwie, also ich hab einen Status geschrieben auf unserer Facebook-Seite, also Kraxel-Facebook-Seite, und meinte er bloß, nerv nicht. Also hat unter meinen Comment geschrieben, nerv nicht. Mich hat geschrieben, ey, der steht ja frei, meine Seite zu deliken. Also einfach zu sagen, okay, nö, interessiert mich nicht, delike, fertig, ne, wäre ich vollkommen einverstanden. Aber dann zu schreiben, nerv nicht. Dann habe ich halt drunter geschrieben, ja, die steht hier frei, meine Seite zu deliken, also einmal tschüss, ne? Und dann, nerv nicht, du Lauch, direkt als Antwort wieder geschrieben. Also mal ernsthaft, ein bisschen Respekt vor Leuten sollte man haben, auch im Internet. Aber das ist wieder so ein, ne, also, Profil von denen angeguckt, gesehen, ja, Lieblingsbands, Bushido, K1, sowas die Gegend, ne? Da denkst du auch noch, ja, okay, Klischee bestätigt. Ich würde jetzt nicht sagen, alle Bushido-Fans sind irgendwie Spacken oder so, ne? Aber es ist immer sehr, sehr auffällig, dass die Leute dann, die echt ausfallend wären oder große Klappe haben. Klar, komm rein. Dass die große Klappe haben, auch dann so eine Mucke hören oder sich einfach nicht richtig artikulieren können. Also finde ich schon ein bisschen assi, muss man echt so sagen. Aber naja, gut. Was will man erwarten von manchen Leuten? Alter, jetzt leckt es mal wirklich extrem hier. Jetzt ist vorbei, die Party. Smeargol ist da. Wo ist der Hobbit, verdammt? Wo ist der Hobbit? Oh, 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 oh. GZ. Okay, jetzt kriegt erstmal hier unser Dicker. Hellbridge. Weg auf den Kopf. So. Okay, super. Sehr schön, das haben wir erledigt. Oh, was denn da Schickes? Nehmen wir mit. Ja, sehr gut. Sehr schön. 1700 DPS. Läuft, würde ich sagen. Ah, so muss das laufen, Mensch. Ist übrigens Tor mit zwei Leute, ne? Wenn es da ein bisschen schwieriger wird. So, kriegst du noch weg auf den Kopf. Aber wir müssen gleich unbedingt nochmal gucken, ob wir nicht irgendwie eine Waffe mit Sockel noch kriegen. Weil da steckt nochmal richtig fett Potenzial drin. Dann kriegen wir, glaube ich, auf Level 27 über 2K oder 3K DPS hin. Warte mal, hier ist doch noch irgendwo einer. Da ist er doch. Alter, wer nervt denn da unten? Komm hier, Mädel. Du nervst mich ein klein wenig. Das heißt, für dich gibt's heute Feuer. So. Oh, du auch. Zack. Oh, die Sonne weg. Oh, wir haben eine schöne Kugel gefunden. Guck mal hier. Da, die Lecks sind gerade wirklich extrem. Blick gerade. Ah, gut, halb 10, ne? Das sind natürlich auch so die Stoßzeiten bei Diablo. Also, da sind ja dann auch die meisten Spieler online, die den Server belasten. Man muss ja echt sagen, das ist ein Testserver, ne? Das ist ja jetzt nicht hier für tausende Spieler ausgelegt. Ist halt ein reiner Server zum Testen. Und. Ach, Monkey, tut's mir ein bisschen leid. So, der verblutet alleine. Nein, ich will dich resen. So. Mehr ging's im Prinzip, verdammt. Hier, will die jemand haben? So.
Okay, ja gut, was müssen wir überhaupt machen? Search the Cancerous Altar beneath the Cemetery of Forsaken. Okay, ach guck mal, sind schon richtig. Glücksschrein, super. Huh, ich bin schneller. Oha, jetzt kommt der Dicke raus. Oh, der bleibt natürlich schön in der Tür stehen. Er kriegt erstmal Feuer unterm Arsch. Kann ja nicht sein hier, dass der uns hier irgendwie was vorschreiben will. So. Nein, noch schön. Wow, ich bitte dich. So. Bluten. Hä? Was hast du gemacht, verdammt? Ja, kleine Tricks lernt er hier natürlich auch. Gruppenchat ist dann slash P, Clan ist slash C, allgemeine Chat ist slash 1. Dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, slash W ist für Whisper. Ich glaube schon, irgendwie, oder? Ich kann es aber nicht versprechen. Ich muss mal nachbuffen. So. Level up! Level 27, alter Vater. Wir haben noch nicht mal den ersten Akt fertig. Die sind schon Level 27. Was soll das werden? Level 1, Level... Ach, Level 1. Akt 1 fertig. Direkt hier Level 50 oder so. Wahrscheinlich Level 70. Ah, sehr schön, sehr schön. Machen echt gut Schaden, muss ich sagen. Das ist echt super. Ah, der Leck nervt mich echt extrem, muss ich sagen. Das nervt mich ein klein wenig. Ach komm, jetzt hör auf hier. So. So, sehr schön, okay. Genau, jetzt müssen wir die Krone hier von der Kanzlerin holen, ne? Ah. Mit euch zwei hier? Langeweile oder was? Keine Freunde? Hallo, lass mich raus hier. Lass mich raus, ich bin gefangen. Da muss ich euch echt töten, tut mir leid. Kann nicht alles dulden. So, komm hier hin. Hier ist ein schönes Erdbeben. Ach ja, komm, geh, genau. Ich wollte sagen. Ah, geh ruhig aus dem Erdbeben raus. Alter, du Arschloch. Oh, nochmal nachwaffen. Monkey has. Achso, hat not dead, noch nicht tot. GZ. Ja, man erringt hier die ganzen Erfolge neu. Nochmal als kleine Info, Leute, ne? Das, was ihr hier auf dem PTR bekommt, ist weg im Live-Server. Also das wird nicht übertragen oder sonst irgendwas, das ist wirklich weg. Also überlegt es euch zweimal. Ob ihr anfangt und ob ihr wirklich aktiv spielt, weil das ist wirklich weg, meine Lieben. Das bekommt ihr nicht wieder. So, jetzt gehen wir einmal zurück. Zack. So, und jetzt kann man machen, einmal rausgehen und auf T6 wechseln und dann Quest abgeben. Ihr bekommt massig EP. Also wenn er, wenn es eine Endquest ist sozusagen. So, können wir jetzt wenigstens eine schöne Waffe machen. Lass mal gucken. Level 25. Mit 16, 17 bis 31. Das klingt ganz cool. Gucken wir mal. Komm, hör auf zu labern, Alter. Sie werden so viel quatschen müssen, ne? Schrecklich. So. Okay. Ja, ich wünsche mir eigentlich eine mit Sockel. Das wäre super. 25. Monkey, willst du mein Freund sein? 27. Das sieht doch mal gut aus. Mit 14 bis 32. Hm. 1,3. 1,4. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die hier. Als Level 27. Da haben wir mehr von. Und ach, wieder ohne Sockel, aber immer ein bisschen mehr Schaden. Ja, komm. Rein damit. So. Super. Haben wir sonst noch irgendwas? Vielleicht hier von der Rüstung her, aber ich glaube, da ist nichts mehr dabei, was wir machen können. Nee, ist alles weg. Ist alles weg. Okay, gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Ist schon wieder so spät. Ich wünsche euch was. Tschüss. Danke an Smirgo und Mungi für die Gruppe.